Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte auf den Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wir haben eine kleine Mission zu machen. Mähen, Ballen pressen und dann die Ballen bei der BGH, bei der Gärtnerei abliefern. Machen wir jetzt. Nebenbei läuft noch das Düngen auf Feld Nummer 12 mit Gärreste von der BGH. Nord, sagt man ganz vorsichtig, ist glaube ich Nord. Das machen wir hoch und runter. Ja, und weiterhin machen wir hier ein bisschen hier nebenbei, wie gesagt, mähen und Ballen pressen. Wobei ich mir auch nicht ganz schlüssig bin, weil die Ballen ja nicht gleich Silage sind, sondern gleich erst Gras bleiben. Mal schauen, wie die Auflage erfüllt werden kann. Nehmen wir gut, Vermögen verdienst sowieso nicht damit. Jetzt müssen die Silageballen für die Kühe nehmen, ne? Für die eigenen Kühe. Ich glaube, die sind dann weg, die Ballen. In den Auftrag. Ja, jetzt haben wir 3,42. Jo. Die Ernte beginnt im Herbst, im frühen Herbst. Hier der Vogel spinnt auch. Warte, ich komme da, ich erlöse dich gleich. Es dauert nicht mehr lange, bin ich da. Dann wirst du erlöst. Und mal zucken. Spezialdünger für die Wiese. Gleich, bin gleich da. Hab mich da nicht so. Ja, mal sehen, was passiert. Ratsch! Oder? Nein, guck weiter. Zombie, ei, ei. Nicht tot zu kriegen. Ja, ich bin ein kleines Mähen, ne? Also kann man am besten Fall Ziegen draufhalten hier oder so. Die Kuhherr lacht sich auch drüber aus. Einen halben Tag alle. Der musste wieder umkoppeln. So, das war's. Also das machen wir jetzt nichts Reparatur und waschen, ne? Also das wollen wir gar nicht jetzt angewöhnen. B X. Tja. Ja, Kühe haben auch genug Wasser. Erstmal. Die ist auch immer schön, du. Ja, muss ich wieder alles reinstellen, ne? Aber ja, wie gesagt, wegen 0,6%. Mein Kissen soll ich rücken hier. So, mal nach vorne gehen. Und gleich nochmal drehen. Mach ich das hier rein. Keine Dummheit hier. Unten runtersetzen, das wäre eigentlich besser. Fürs Gerät, wenn man so einen Bogen nicht schaut.
Nehmen wir die erstbeste Ballenpresse. Ja, lieber die äußere. Manuell machen wir automatisch. LKW hier? Ja. Vom Wasser nehmen wir hier. Was ist hier? Spanisch. Ein Gewicht kann sich liegen, kann es dran nehmen. Ah, Fasilageballen. Die andere Presse wäre mit Gras drin gewesen. Sehe ich ja nichts. Wie viel? Oh, 16%, das ist mir sehr weit über. Sägewerk muss man da. Naja. Später. Machen wir die Innenmitte mal besser. Hier anhalten. Was anderes, ne? Und selber arbeiten. Aber dank der Automatik ganz das gut. Da liegt ja schon ein Ballen. Bin ja gespannt, ob das entsprechend auch. Klapp in der 10.000. Oder wir einen Tag warten müssen, weil sie eh keine. Noch keine Silagebahnen sind. Die einen Tag gern machen. Im Reell liegt ungefähr einen Monat ungefähr. Kollege erzählt. Aber der sagt auch, Silagebahn zu teuer. Das macht nur Sinn, wenn du wirklich nur wenig hast. Dass du sie nur nicht voll kriegst. Verkauf macht keinen Sinn, weil die Kosten zu wenig.
heute 332, 23. Wahnsinn. So viel? Das kann aber nicht sein. Oder das fehlt immer noch die 1000. Durch den Zaun, Junge, durch den Zaun. Dann kratzen, wa? Ja, 7%. 293. Oh, das kommt ziemlich lang hin. So, oh, düngen, transportieren, Ballen pressen. Nehmen wir noch mit hier. Ah, das haben wir noch mitgenommen. Das verfehlt. So, 1% genommen. So. So, brauchen wir einen LKW? Tja, gute Frage jetzt. Wir riskieren mal, das ist ein paar Ballen. Ist ja egal. Das ist ja so viel, ist gar nicht. Da ist der LKW. Aber nur langsamer. Was haben wir? Eigentlich ist es schade, dass alles kaputt fahren, aber gut. Bin ja immer gespannt. Generell hat er gesagt. Generell. Im Arsch der Welt hier. Sagen, das sind 10.000, das sind ja schon zusammen von 5 Stück normalerweise. Das sind genau 70.000 wieder. So, keine Silage, dann ist man noch. Ja, ne? Gras. Wir fahren jetzt hin zum BG, also das ist eine Gärtnerei. Die Gärtnerei kannst du ja noch liegen lassen, so noch, ne? Das soll ich nicht so anstellen. Ja, das ist ein Verkehr. Da kann man nicht weiter. Nehmen wir hier die Fahrer. Oh! War hier noch gleich Hopfen, ne? Ja, die Brauerei soll es sein normalerweise. Das ist oben so viel, ja? Keine fertige Ballen da.
man 7 frisch auf die Autobahn nehmen kann, halt theoretisch. Dann fährst du wegen 7 Ballen, das ist ein Witz. Oh, schon da. Da, guck mal genau rein. Wer ist quasi bei? Gut aus. Ja, das passt auch. So, bin gespannt. Oh. Ja, da fehlt was. Das wird nix. Weil... Also Ballenpressen kannst du vergessen. Ich habe noch wirklich alles gesammelt. Und kriege den Ball zusammen hier. Also Ballen. Schloss und Ofen. Und gibt was nur ein kleines Feld. Obwohl es keine Silage war, hat es wahrgenommen. Aber halt nicht mit Erfolg. Gut. Hätte ich noch einen eigenen Ball dazu nehmen müssen. Einen Ball dazu holen. Aber was soll's. Oder Bauer das selber wegfahren. Nächsten Mal. Alleine arbeiten. So, finde ich kühl noch ein bisschen. Ich bin nachgewachsen, das gibt's doch gar nicht. Da sind 3 fit gewesen, ne? So. Alter Mann. So. Ja. Außer für die Kühe, oder? Machen wir das mit dem Traktor, mit dem kleinen. Kursbringung so machen wegen Ohren. Wenn wir jetzt so gucken. Ja, das vergisst man ganz schnell. Stroh fehlt noch, was ist genug? Für die Kühe. Aber wie gesagt, schlafen ist gut. Dann können wir die Reifen drauf lassen, so wie das. So. Unser Hänger für Stroh, wir wollen ja Mist haben, ne? Düngerfabrik wäre nicht schlecht. Zu wenig Mist dafür haben und mehr Mist haben. Nichts im Lager, ein bisschen bemühen. Ja, Mist wäre auch Quatsch, ne? Selbe Rohrsystem. Gegen. Stroh schon ein bisschen blödsinnig. Das würde nur als gehäckselt funktionieren. Also klein gehäckselt würde es entsprechend da reinpassen. So. Lose, schwierig. Dann eher als Ballen.
oder als speziellen Silo. Passt gerade zu rein mit der Reihe. Werden wir auch stehen lassen. So. Zweiten LKW aktivieren. Entschuldigung. Normalerweise ist es so, wenn die Kühe genügend Gras haben, dann werden die kein Mischverrat hören. So, sieht aus wie Ernte. Es geht zum Feld noch 15. Da kommt Stroh, dann ist mager. Obwohl der viel Verkauf macht, hat aktuell keinen Sinn. Pelletsfabrik, na gut, haben wir noch nicht. Was macht unsere muss ja irgendwo Grund geben, leer. Ja. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr heute zur zweiten Folge auch reinschaut. Wir machen weiter mit Düngen. Und dann schaue ich mal, was wir noch machen können. Ob wir noch ein paar Missionen machen oder so. Weil wir können erst noch Gas geben, wenn wir mit dem Schwein, wenn das Feld fertig ist. Dann seid mal schön und winke, ciao, ciao, bis dann, ciao.